Hallo und willkommen zurück bei FlashBits. Heute schauen wir uns eine ganz besondere Gaming-Maus an, die 2019 den Markt ordentlich erschüttert hat und den großen Herstellern wie Razer und Logitech bewiesen hat, dass Top-Gaming-Mäuse nicht über 100 Euro kosten müssen. Das ist die Glorious Model O. Los geht's! Die Model O präsentiert sich in einer extravaganten, ambidextrösen Schale, die direkt in vier Farbkategorien verfügbar ist. Das wäre einmal Mattschwarz, Glossy Schwarz, Mattweiß und Glossy Weiß. Zusätzlich habe ich auch noch eine pinke Variante im Internet rumgeistern sehen. Die meisten werden hier auf jeden Fall die Matt-Varianten bevorzugen, kann ich auch absolut empfehlen. Ich habe hier jetzt die Glossy White-Variante im Hause, allerdings nur, weil man damit besser Videos drehen kann. Der Mausrücken wird von zwei RGB-Streifen eingerahmt und ist von einem Honeycomb-Pattern durchzogen. Auch im Innern leuchtet die Maus und das RGB wird besonders bei den weißen Varianten von den Innenwänden schön reflektiert und ist super kräftig. Nur Leute mit Trypophobie, also der Angst vor Löchern, werden hier wahrscheinlich nicht glücklich werden. Die linke Seite der Maus ist mit den Side-Buttons und dem Glorious-Logo versehen. Durch das ambidextröse Design können sowohl Links- als auch Rechtshänder die Maus nutzen, allerdings sind nur an der linken Seite Side-Buttons angebracht. Ich vermute, das wurde hier gemacht, um Gewicht zu sparen. Und der Ambi-Shape ist in den letzten Jahren nicht so beliebt geworden, weil drei Linkshänder ihn auch benutzen, sondern weil er sich für verschiedene Grip-Arten besonders gut eignet. Die Maus ist 128 mm lang, hat eine Grip-Weite von 59 mm und ist 37,5 mm hoch. Durch die Aussparungen an der Unterseite wiegt die Glorious Model O nur 67 Gramm. An der Unterseite findet ihr außerdem die weißen PTFI-Füße und einen Indikator-LED, der euch je nach Farbe anzeigt, auf welcher DPI-Stufe ihr euch gerade befindet. In-game macht das wenig Sinn, weil ihr da kaum eure Maus umdrehen werdet. Im Desktop-Bereich kann das benutzt werden, wenn ihr unbedingt auf die Glorious Software verzichten wollt. Diese Software ist allerdings erfreulich minimalistisch und bietet nur die nötigsten Einstellungen. Das hat den Vorteil, dass sie kaum an Systemleistung zieht, im Gegensatz zu Razer Synapse, das gut und gerne mal 150 bis 200 MB RAM für sich beansprucht. Vom Remapping der Buttons über das Konfigurieren der DPI-Steps bis zum Einstellen der Liftoff-Distance kann man hier alles Nötige einstellen. RGB-Einstellungen sind hier natürlich auch mit dabei, fallen aber deutlich weniger ausufernd aus als bei der Konkurrenz wie Razer und Rockhard. Wir haben hier 8 konfigurierbare Beleuchtungsmodi, allerdings wirken einige davon nicht gerade flüssig, weswegen ich hier den Glorious Mode aka der Rainbow Wave, Seamless Breathing oder Single Color empfehlen würde. Trotz der durch löcherten Hülle hat man hier an keiner Stelle das Gefühl, ein billiges Produkt in der Hand zu haben. Und ich konnte im alltäglichen Gebrauch nirgendwo ein Knarzen oder ein Rattern feststellen. Nur wenn ihr eure Maus haltet, als ob ihr Walnüsse zerquetschen würdet, könnt ihr beim Eindrücken der Seiten ein ganz leichtes Knarzen feststellen. Die Side-Buttons werden dabei allerdings nicht ausgelöst, wie bei vielen günstigen Ultraleicht-Gaming-Mäusen. Insofern habe ich hier auch keine Bedenken. Sorgen über Schweiß oder Staub, der sich innerhalb der Maus sammelt, müsst ihr euch auch nicht machen, weil die Platine Staub- und Spritzwasser geschützt ist. Chips über der Maus würde ich jetzt allerdings trotzdem nicht unbedingt essen. Die Mausklicks sind prägnant, haben kein spürbares Pre-Travel und sind wunderbar taktil. Wenn man Razers Optical Switches gewohnt ist, die zwar super zuverlässig sind, aber nicht wirklich taktil, ist das hier eine richtige Offenbarung. Das Mausrad hat prononcierte Scrollsteps in beide Richtungen und ermöglicht so ein präzises Waffenwechseln in-game, aber auch gutes Scrollen im Desktop-Betrieb. Allerdings konnte ich hier beim Hochscrollen ein etwas unangenehmes Klickgeräusch ausmachen, das nur unregelmäßig auftritt. Hier könnte meiner Meinung nach von Glorious etwas nachgebessert werden. Insgesamt habt ihr 6 programmierbare Buttons zur Verfügung. Maus 1 und 2, den DPI-Button, das Scrollwheel, die beiden Side-Buttons. Es folgt ein Soundtest, den ihr natürlich wie immer am besten mit Kopfhörern genießen solltet.
Die Technik der Maus. Wir haben hier den klassischen Pixart 3360 Sensor verbaut, also einen topoptischen Sensor mit einer DPI-Anzahl von bis zu 12.000. Technisch gesehen ist der Pixart 3360 dem Focus Plus Sensor, den ich euch in meiner Review zur Basilisk Ultimate vorgestellt habe, etwas unterlegen. In der Praxis wirkt sich das meiner Meinung nach allerdings überhaupt nicht aus. Wir haben hier null Mausbeschleunigung und der Sensor hat mich in meinem Testzeitraum kein einziges Mal im Stich gelassen. Als ich das erste Mal Battlefront gestartet habe, habe ich erst gedacht, der Sensor würde immer wieder aussetzen. Allerdings hat sich herausgestellt, dass aufgrund meiner Gewöhnung an die deutlich schwerere Razer Basilisk Ultimate ich die Model O immer unbewusst angehoben habe und der Sensor so kalibriert war, dass er eine Lift-Off-Distance von nur 2 mm hatte, was dazu geführt hat, dass er nicht weiter getrackt hat, wenn ich die Maus etwas zu weit angehoben habe. Eine Erhöhung der Lift-Off-Distance auf 3 mm hat dieses Problem sofort gelöst und das lege ich jedem ans Herz, der von einer deutlich schwereren Gaming-Maus kommt. Alle Leute, die ultraleicht Gaming-Mäuse gewohnt sind, können das wahrscheinlich so in den Einstellungen lassen. Für Maus 1 und 2 sind hier mechanische Omron-Schalter verbaut, die eine Zertifizierung von bis zu 20 Millionen Klicks besitzen und auch in den meisten anderen top-optischen Mäusen zum Einsatz kommen. An der Unterseite findet ihr außerdem weiße PTFE-Füße, die von Glorious G-Skates getauft wurden und wie schon bei der Razer Basilisk Ultimate eine hervorragende Gleitfähigkeit versprechen. Glorious verwendet bei seinen neueren Mausrevisionen ihr neues Ascended Cable, das unfassbar flexibel ist und euch zeitweise vergessen lasst, dass ihr hier eine kabelbetriebene Maus benutzt. Allerdings muss man dazu sagen, dass bei den ersten Revisionen der Model O 2019 immer wieder Kabelbrüche gemeldet wurden, aber Glorious hat hier meines Wissens nach alle anstandslos ersetzt und seitdem ihr Kabel widerstandsfähiger gemacht. Die Performance. Alle Technik der Welt bringt nichts, wenn der Maus-Shape nicht zu gebrauchen ist und ich muss sagen, dass Glorious hier ganze Arbeit geleistet hat. Meine Hand ist 19x10 cm groß und ich hatte kaum Eingewöhnungszeit beim Wechsel von der Basilisk Ultimate auf die Model O. Allerdings muss ich dazu sagen, dass bei meiner Verwendung eines Relax Claw Grips und meiner Handgröße ich hin und wieder das Gefühl hatte, dass die Maus hinten minimal zu lang ist und etwas zu flach abfällt. Vielleicht hätte ich eher zum Model O meines greifen sollen, die 120 mm lang ist und wahrscheinlich eher meinen Handmaßen entspricht. Denn die Faustregel ist, dass deine Gaming-Maus etwa 60% der Größe deiner Hand entsprechen sollte. Aber zu guter Letzt muss ich noch einmal erwähnen, was für einen extremen Unterschied es macht, mit einer Ultralight Gaming-Maus zu zocken. Die Maus fliegt nahezu übers Mauspad und ich konnte direkt bei einer Auflösung von 2560x1044 Pixeln meine DPI von meinen üblichen 1500 auf 800 reduzieren, ohne das Gefühl zu haben, dass ich spürbar mehr Energie für Mausmovement aufbringen musste. Ernsthaft Leute, teilweise hatte ich das Gefühl, dass diese Typen in mein Fadenkreuz rennen wollten. Das Fazit. Bei einem Preis zwischen 60 und 70 Euro je nach Coating präsentiert Glorious hier eine Maus, die meiner Meinung nach in ihrem Preissegment ihresgleichen sucht und genau das richtige Maß an Features und Verarbeitung bietet, um sie zum perfekten Begleiter in den meisten FPS-Szenarien zu machen. Es ist eigentlich unfassbar, dass eine Firma mit ihrer ersten Gaming-Maus so ein Produkt abliefert. Selten hatte ich mehr das Gefühl, ein Produkt in der Hand zu halten, was wirklich von Leuten konzipiert wurde, die auch selber spielen und nicht in einem Raum voller Ingenieuren und Marktforscher hergestellt wurde, die eigentlich nur gucken, was gerade Gamer cool finden. Momentan sehe ich eigentlich nur einen Konkurrenten für die Model O in der Razer Viper, die mit etwas höheren DPI, einem zurückhaltenderen Design, aber dafür mit nicht so guten Glides und einem steiferen Kabel daherkommt. Also von meiner Seite aus eine absolute Kaufempfehlung für die Model O und Applaus für Glorious, dass ihr hier so abgeliefert habt und auch direkt mit der Model D und den Minus-Modellen nachgeliefert habt. Jetzt muss eigentlich 2020 nur noch eine Wireless-Version der Model O kommen und wir sind alle glücklich. Das war's wieder von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liked und abonniert den Kanal, wenn ihr mehr Videos dieser Art in eurem YouTube-Feed sehen wollt. Für die nahe Zukunft habe ich Großes geplant, was ihr nicht verpassen wollt. Also, wir sehen uns wieder. Bis dahin, Peace.